Moin Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Ich habe meine GoPro vergessen zu Hause. Deswegen drehen wir wahrscheinlich einen Teil dieser Folge mit dem Handy. Ist so ganz cool, macht geile Aufnahmen, aber einfach mal umdrehen und sich selber sehen und so geht hier nicht, ne? Also man hat nicht so geil die Möglichkeit, die Kamera zu switchen. Was wir als erstes machen, ist, wir müssen auspusten. Wir sind jetzt 2 Tage hier Striptease gefahren, war ekelhaft staubig. Muss man sagen, das ist das, was man beim neuen Fan machen kann am Kühler. Klar ist da ein bisschen Luftplatz, um dazwischen zu kommen. Aber das sieht man bei einigen Herstellern schon ein bisschen besser, dass man richtig alles so auf- und abklappen kann. Na, um zum Beispiel den da auszupusten, müssen wir auch noch hier den Schutz mit abnehmen, um da hinterm Lüfterrad durchzupusten. Genau, jetzt wollte ich eigentlich einen Zeitraffer davon aufnehmen. Habe aber jetzt auch kein Stativ fürs Handy dabei. Also hier sind diese Lamellen, ne? Das sind Kühlerlamellen. Hier, das alles kühlt ja. Ölkühler, Klimaanlage und Motorkühler. Und diese Lamellen setzen sich halt immer mit Feinstaub zu. Also ihr seht, grober Staub ist ja hier kaum da, hier ein bisschen. Aber der Feinstaub, das ist das, was den Kühler nachher richtig zusetzt. So Leute, vorgewendete Fahrgasse. Und so kriege ich mir hier einen zurecht. Wenn ich euch jetzt eins sagen kann, was das Coolex gar nicht ab kann, dann ist das lange Stroh. Also da der Rand hoch, Stoppel ein bisschen länger, ein bisschen Wildschaden dabei. Nur gestockt, auch da hinten ein bisschen Wildschaden dabei gewesen, nur gestockt. Wenn man das natürlich weiß, dann kann man auch entsprechend sagen, okay, nächstes Jahr müssen wir da gucken, wie wir das kürzer kriegen. Vielleicht nochmal mit der Messerwalze rüber oder so. Und auf jeden Fall flach mähen, damit man gar nicht diese langen Stoppeln hat. Und am besten, glaube ich, sind auch, wenn die Stoppeln einfach fest sind im Boden und nicht vorher gelockert sind, dann kann das natürlich aufschieben. Das Material oben drauf ist extrem locker, weil es seit ewig nicht mehr geregnet hat. Das liegt einfach nur im Staubboden. So, an sich sieht das Arbeitsbild sehr gut aus. Ne? Also da kann man echt mit leben. Es wird auch noch gut, also ich werde auch noch... Oh, Moment. So, übrigens letzte Bahn, Leute, hier. Bei Striptill ist es ganz entscheidend, dass keiner mehr hinterher über die Flächen fährt. Das ist mit den Zubringern anfangs gar nicht so einfach. Deswegen haben wir so ein bisschen das System entworfen, dass wir uns die zweite Spur sozusagen freilassen, beziehungsweise auch mal die dritte, wo die Fahrgasse je nachdem ist. Ich habe hier ein bisschen verrissen. Normalerweise lassen wir die da frei. Da ist die Fahrgasse, dann fahren sie in die Fahrgasse vor uns. Ich habe mich aber ein bisschen vertan. Aber auch nur hier diese Bahn hoch, die anderen passen. Und dann lasse ich den Zubringer vor mir fahren. Wenn ich sozusagen alle bin, dann mache ich Rundumleuchter an. Dann bleibt er stehen, dann pumpe ich ihn ab. Der fährt vor mir raus und ich fahre dann hinterher. Funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Probleme sind, wenn die Flächen so groß sind, dass du 2 oder 3 Zubringer brauchst. Das ist dann immer ein bisschen problematisch. Ich habe da auf der Seite, wo ihr schon seht, habe ich so viele Probleme gehabt hier mit Strohhaufen, wie ihr das seht. Da müssen wir jetzt nochmal hinterher mit dem Grubber das vernünftig glatt machen und vernünftig einarbeiten. Also bloß kein loses, langes Strohmaterial in der Oberfläche, wenn ihr Striptease mit Coolex machen wollt. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Das geht nicht. Das geht nicht. Und auch hier war ja halt vom Vorgewende hat der Grubber das so ein bisschen auch vom Ein- und Aussetzen, also ein bisschen zusammengetragen. Also das ging da leider nicht auf der Bahn. Da müssen wir nacharbeiten, aber das haben wir in Zukunft besser drauf. Also seht ihr hier, da, letzte Bahn. Da war die alte Fahrgasse, da und da. Da sind die Jungs dann rausgefahren oder eben in dem Falle Detlef. Ich ziehe die letzte Bahn hier nach und dann haben wir sozusagen ein unberührtes Vorgewende. Jetzt ist die Frage natürlich, habe ich noch 12 Kubik drin, ob ich bis ganz zum Ende komme. Wenn nicht, muss ich ein Stück runterfahren, pump dann ab und komme wieder hochgefahren. Oder der leere Zubringer dreht vor mir, das ist dann auch vielleicht eine Option, aber das ist immer ein bisschen schwierig. Je nach Fläche kriegt man es gut hin, manchmal nicht ganz so gut. Und stauben tut es natürlich auch, ne? So, also eben stand der Wind so, dass man auch wirklich nichts mehr sieht, ne? Man fährt mitten im Nirgendwo. Wahnsinnig staubige Bedingungen. Ist aber jetzt beim Vorgewinde extrem. Am extremsten, weil wir natürlich auch mehrfach hier rüber gefahren sind, auch die Zubringer, ne? Um an mir hochzukommen. Wahnsinn. So Leute, schon ziemlich am Abend, 20 Uhr.
so hart hier. Er hat die letzten 30 Jahre wohl keine tiefe Bodenbearbeitung gemacht. Das ist auch das, was der Betrieb so sagt. Und sind so harter Lehm, ich bleibe auf dem Berg einfach stehen. Einfach so. Ihr seht, ist auch sehr kupiert das Gelände, da geht es richtig tief runter. Komme ich auch nur einseitig lang. Wir werden jetzt morgen versuchen, einmal tief vorzulockern und dann das Dritte nachzumachen. Werden wir halt sehen, wie das funktioniert. Also direkt nach den Stoppeln Striptill funktioniert gar nicht. Hole ich so eine Kluten hoch, so eine Brocken. Der Boden ist halt steinhart. Jetzt ja wochenlang nicht mehr geregnet. Seht ihr selber? Da fahren die jetzt noch einmal ganz flach mit der Carrier rüber. Dann sieht es richtig gut aus, haben wir vorhin gemacht. Sah mega aus. Genau. Morgen geht es erstmal weiter. Der Betrieb will jetzt erstmal tiefer lockern. Und ich schraube morgen früh andere Spitzen rauf, damit ich ein bisschen flacher arbeiten kann. Damit ich so auf 22 komme. Jetzt bin ich auf 30 cm, weil ich das mit den Spitzen so machen muss. Und dann bin ich gespannt morgen bei den anderen und dann sehen wir weiter. So, wie ihr vielleicht seht, fahren wir jetzt weiter. Schon der nächste Tag. Heute ist schon Dienstagabend. Wir haben 20 Hektar gemacht, jetzt funktioniert das ganz gut. Was ein Problem ist, ist auch hier Stroh, wenn es lang ist, so aus einer Fahrgasse oder so, wickelt das schon ein bisschen oder stockt schon ein bisschen. Wir haben jetzt hier vorgegrubbert auf 20 cm und ich lege jetzt das sozusagen hier rein und dann wird noch einmal ganz flach mit der Carrier rübergearbeitet und dann wird schon Raps gelegt. Ist halt ein krasser Boden, 65 Bodenpunkte, das ist schon was, krasse Scholle. Ja, dann nutzt man halt hier das Striptill-Verfahren für die Nährstoffeffizienz, ne? Also für den Sinne der Minimalbodenbearbeitung. Ich komme durch, ich lege den Stripe da rein, aber dann haben wir, es sind da so krasse Schollen, die man irgendwie klein machen muss. Entweder grubbert man dann nochmal hinterher flach. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das jetzt so zu machen, zusammen mit dem Betrieb. Und das Ergebnis sieht eigentlich ziemlich gut aus. Es kommt Wochenende, kommt jetzt hier Raps in Einzelkorn rein und dann wird das schon ziemlich gut funktionieren. Also ihr werdet jetzt sehen, der in den Drohnenaufnahmen gleich, der Tiger, der da fährt, das ist unserer. Die hatten selber nur einen Grubber, der hier nur flach arbeitet und der noch eine elterliche Steinsicherung hat, der nicht richtig gegenhält, der Grubber. Das heißt, die Federn klappen relativ schnell nach hinten und Steinsicherung ist da noch mit Scherbolzen. Es gibt hier keine Steine, es gibt nur Boden. Und der ist halt ultra hart dieses Jahr, ne? Und deswegen hat der Betrieb sich jetzt bei mir die Tiger drüber geliehen. Genau, ich fahre jetzt morgen zu den Creator Days. Das Video kommt jetzt Sonntag raus, also wenn ihr das seht, war ich schon bei den Creator Days. Und sozusagen morgen wäre dann Montag, wenn ihr auf den Sonntag guckt, wäre morgen Montag und dann würden wir morgen Raps legen. Also weiter geht es dann bei mir auf dem Betrieb mit Raps legen. Wenn wir das fertig haben, dann würde ich auch langsam mal wieder das Grünland in Auge nehmen. Wir hatten ja ziemlich viel im ersten Schnitt geerntet, sodass ich gedacht habe, ach, dann machst du vielleicht nur noch einen zweiten Schnitt. Jetzt machen wir den zweiten Schnitt noch und dann gucken wir mal, was beim dritten noch wächst. Wir haben ja keine Nährstoffe raufgefahren. Das war das, was ihr regelmäßig fragt. Grünland, Häcksler, genau, Häcksler müssen wir noch zurückholen. Es steht immer noch in der Werkstatt, aber es ist repariert. Das Heil. Da müssen wir noch die Sonderkulturen dreschen. Da wird nächste Woche auch einiges reif sein. Also es wird jetzt wieder Schlag auf Schlag gehen. Bis Sommer geht richtig die Post ab. Und dann, ja, hier so ein bisschen so eine kleine Anhöhe hoch. Da drüben ist ein bisschen steiler. Ging nur außen rumfahren, runterfahren. Ist der Trecker nicht hochgekommen. Ist einfach stehen geblieben. Gut, Leute. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
There's no denying what we want.